Während die Menschen in Großbritannien bei Rekordtemperaturen schwitzten, sah sich die Feuerwehr im Großraum London mit zahlreichen Bränden konfrontiert. Im Osten der Stadt, in der Ortschaft Wellington, waren rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz, um ein Feuer zu bekämpfen, das von Grasland auf ein Wohngebiet übergegriffen hatte. Im südwestlich gelegenen Stadtteil Croydon wurden zwei Brände gemeldet, bei denen Dutzende Einsatzkräfte gegen die sich schnell ausbreitenden Flammen kämpften. Zahlreiche Gebäude mussten vorsorglich evakuiert werden. Einige Wohnhäuser brannten komplett aus. Feuer wurden auch aus den Stadtteilen Upminster, Dagenham und Southgate gemeldet. Die britische Insel erlebte den bislang wärmsten Tag des Jahres. Der Hitzerekord mit 40,2 Grad Celsius wurde am Londoner Flughafen Heathrow gemessen.